Ja, Weihnachtsgeschenke im Jahr 2022 war Schenkig Blues. Tipp Nummer 2. Pass auf, wenn ihr selber was basteln wollt, ihr habt bestimmt im Küchenschrank noch irgendein Fertiggericht, das ihr nicht mehr esst, weil Fertiggerichte, das ist ja sowas von nicht mehr zeitgemäß. Wäre aber irgendwie schade, das wegzuwerfen. Also ich zum Beispiel habe das hier tatsächlich noch in meinem Schrank gefunden. Und ich mache jetzt einfach Folgendes. Ich nehme diesen hübschen Bilderrahmen und da kleister ich das rein. Guck mal, das wird... Na gut, der Rahmen ist vielleicht... Na, obwohl, es hat jetzt nicht jeder so viel Platz. Zum Beispiel überm Spülkasten macht sich das bestimmt total gut. Ihr könnt das Werk dann zum Beispiel zum Andenken tauschen, nennen oder vielleicht wollt ihr noch einen Ich-koch-mal-für-dich-Gutschein dazu machen. Macht was draus und Nerven behalten. Tschüss.